Warum Impfungen? Impfungen imitieren Infektionen und können so Antikörper bilden. Der Körper kann so Antikörper bilden, ohne dass man die Erkrankung durchmachen muss und dann eben geschützt ist gegen die Infektion. Impfungen sind sinnvoll bei hohem Risiko von chronischen Spätfolgen, wie zum Beispiel Lähmungen oder der Tod, infolge der Erkrankung selbstverständlich. Beispiele hierfür sind Masernimpfung, Rötelnimpfung, Starrkrampfimpfung, dann Zecken, Hirnhautentzündung und Hepatitisimpfung als Beispiele. Es gibt noch sehr viele andere. Aktuelles Thema natürlich heute die Covid-19-Impfung. Ich spreche etwas über den Nutzen der Impfungen aus dem praktischen Bereich. Impfungen schützen vor gefährlichen Erkrankungen. Man kann damit Langzeitfolgen vorbeugen. Sie schützen natürlich vor Todesfolgen der Erkrankung. Und es ist auch ein großer sozialer Aspekt dabei. Die Impfung ist nicht nur für die einzelne Person von Bedeutung, sondern auch im sozialen Bereich, in der Ausbreitung einer Erkrankung in der ganzen Gesellschaft, die soll verhindert werden. So können dann vulnerable Bevölkerungsgruppen, also solche, welche empfindlich sind oder ein geschwächtes Immunsystem haben, geschützt werden. Ich komme zum Risiko von Impfungen. Impfungen haben meist harmlose Nebenwirkungen, zum Beispiel Schmerzen an der Einstichstelle. Es gibt kurzfristige Nebenwirkungen, die recht häufig sind, wie Fieber oder Kopf- und Gliederschmerzen, meist für 1 bis 2 Tage. Langfristige Nebenwirkungen, welche Sie sicher schon aus den Medien gehört haben, wie zum Beispiel Thrombosen, treten auch auf, aber in sehr, sehr viel geringerem Ausmaß. Vor einer Impfung findet beim Arzt ein Aufklärungsgespräch statt. Dieses soll die folgenden Punkte beinhalten, sodass der Patient gut aufgeklärt eine Entscheidung treffen kann. Es findet eine Aufklärung über die Erkrankung statt, welche eben mit der Impfung verhindert werden soll. Es findet eine Aufklärung statt über die Nebenwirkungen der Impfung selbst. Der Patient soll aufgeklärt werden über gefährdete Bevölkerungsgruppen, welche durch eine Infektion stärker in Mitleidenschaft gezogen würden und so, wen er quasi auch mitschützt. Dann werden individuelle Fragen geklärt, wie zum Beispiel persönliche Allergien, Vorerkrankungen oder auch, ob jemand blutverdünnt ist zum Beispiel. Gemeinsam wird der Arzt mit dem Patienten dann einen Konsens finden bezüglich der Impfung. Damit Sie sehen, was mit der Impfung eben verhindert werden kann, möchte ich Ihnen hier die Covid-19-Erkrankung etwas näher bringen. Es gibt bei der Covid-19-Erkrankung verschiedene Ausprägungen. Leichte, mittelschwere sowie schwere Erkrankungen und dann noch die Langzeitfolgen, nämlich das Long-Covid-Syndrom. Ich möchte hier im Einzelnen darauf eingehen, damit Sie sich ein Bild machen können. Und möchte hier auch darauf hinweisen, dass Sie schon jetzt darauf achten können, wie viele Organsysteme bei allen Ausprägungen und Schweregraden der Erkrankung wirklich betroffen sind. Es gibt bei der leichten Covid-19-Erkrankung asymptomatische Verläufe, das bedeutet gar keine Symptome. Das ist richtig und wird häufig auch von den Kritikern genannt, ja, man hat zwar einen Abstrich, der ist positiv, aber man hat ja gar keine Erkrankung. Hierzu ist zu sagen, die Erkrankung ist zwar übertragen worden, aber man hat keine Symptome und das ist völlig okay, das gibt es wirklich, diesen Verlauf. Trotzdem ist man ansteckend für andere Personen. Es gibt ein bisschen die nächste Variante, also die schwerwiegendere als gerade keine Symptome, das ist die Variante mit den grippalen Symptomen. Das heißt, man hat wie eine Erkältung, Husten, Müdigkeit, Kopf- und Gliederschmerzen. Was speziell ist bei der Covid-19-Erkrankung, es treten Geruchs- und Geschmackssinnverlust auf, was ansonsten nicht in dieser Häufigkeit auftritt bei Erkältungen. Das ist das System der Atemwege, das hier betroffen ist.
Bei der leichten Covid-19-Erkrankung kann aber auch das System des Magen-Darm-Trakts betroffen sein. Nämlich, es gibt Magen-Darm-Symptome mit Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen. Die Patienten kommen meist in die Praxis und sagen, ja, ich habe was Schlechtes gegessen und habe jetzt Erbrechen und Durchfall. Das ist sicher nichts. Und nicht häufig, aber manchmal ist es dann doch die Covid-19-Erkrankung. Und es liegt an der an dem Erkennen des Arztes, ob dies nun vorliegen könnte oder nicht und dementsprechend ein Abstrich notwendig ist oder nicht. Es gibt auch ein anderes Organsystem, das betroffen werden kann von der Covid-19-Erkrankung in leichtem Ausmaß, nämlich mit Brustschmerzen und Rückenschmerzen, was häufig auch eine Krankheit bedeuten kann, ohne dass man sie richtig gut erkennen kann. Diese alle oben genannten Symptome sind möglich mit und ohne Fieber. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich habe aber gar kein Fieber, ist das für mich noch kein Argument, um zu sagen, ja, das ist keine Covid-19-Erkrankung. So können Sie etwas sehen, wie unsere praktische Arbeit im Alltag etwas ausschaut. Ich komme noch zum Punkt, wie können wir das behandeln? Nämlich, wir haben die Möglichkeit, in diesen Ausprägungen Fieber zu senken und Schmerzmittel zu verabreichen. Wir kommen zur mittelschweren Covid-19-Erkrankung, welche gekennzeichnet ist durch eine zum Beispiel Covid-Lungenentzündung mit Husten und Atemnot, wo wir wieder das Atmungssystem erkennen. Dann Thrombosen und Lungenembolien sind möglich. Da ist die Blutgerinnung betroffen, also das Gerinnungssystem des Körpers. Dann sind Herzbeutelentzündungen bis hin zu Herzinfarkt möglich. Sehen wir in der Praxis auch. Das bedeutet jetzt, das Herz-Kreislauf-System ist in Mitleidenschaft gezogen und es können auch das Nervensystem betroffen sein mit Gefühlsstörungen, Lähmungen bis hin zu Hirnschlag. Die Therapie dieser Erkrankungen ist etwas spezifischer. Man braucht Medikamente, um den Patienten die Symptome zu lindern, um die zum Beispiel Lungenembolien, Herzinfarkt etc. zu behandeln. Man braucht spezifische Medikamente und die Behandlung beim Arzt oder im Spital ist definitiv erforderlich. Ich komme nun zur schweren Covid-19-Erkrankung, welche wie folgt verlaufen kann. Im Atmungssystem sind wieder beidseitige Lungen-Covid-Entzündungen möglich mit Sauerstoffbedarf. Das heißt, wenn beide Lungen betroffen sind von einer Lungenentzündung, ist häufig der Sauerstoff im Körper erniedrigt, die Sauerstoffsättigung im Blut. Und so ist eine häufige Sauerstoffgabe notwendig, wie Sie hier erkennen können. Es gibt auch Verläufe, schwere, welche zu Atemversagen führen, wenn die Sauerstoffsättigung im Blut nicht mehr ausreicht, um die Organe mit Sauerstoff zu versorgen, muss die künstliche Beatmung zum Einsatz kommen. Vom Nervensystem her kann es zu Hirnschlag kommen mit schweren Lähmungen und Bewusstlosigkeit oder Bewusstlosigkeit natürlich. Es gibt vom Gerinnungssystem her häufig in ca. 25% aller Fälle mit schwerer Covid-Erkrankung gibt es schwere Lungenembolien und auch mit Herzversagen gekoppelt. Es ist eine Multisystementzündung mit Organversagen auch möglich. Das heißt, wie Sie oben unschwer erkennen können, die Covid-19-Erkrankung betrifft wirklich verschiedene Organsysteme. Und wenn diese Organsysteme sehr stark betroffen sind, dann spricht man von einer Multisystementzündung, weil wie das eigene Immunsystem gegen die eigenen Organe reagiert und so Organversagen, nämlich ein Versagen der Organe wie Herz, Leber und Niere, zur Folge hat und deshalb der Patient daran möglicherweise auch verstirbt. Das ist übrigens die häufigste Todesursache, wenn jemand verstirbt an Covid-19. Die Therapie ist selbstverständlich intensive medizinische Behandlung mit Hightech-Medizin. Anders ist dies nicht mehr handelbar. Ich komme zum Long-Covid-Syndrom. Und da spreche ich jetzt nicht nur von sehr schweren Verläufen, die wir lange beobachten, sondern ich spreche eben auch in 25% der Fälle von leichten oder asymptomatischen Verläufen tritt dies ebenfalls auf. Das heißt, 25% aller Patienten, welche keine Symptome hatten zu Beginn der Infektion
oder leichte Symptome, welche, wie ich am Anfang gesagt habe, haben ein Long-Covid-Syndrom, beziehungsweise nach 6 Monaten noch mindestens ein Symptom der Erkrankung. Die Erkrankung, das Long-Covid-Syndrom, dauert Wochen bis Monate lang. Jahrelang können wir noch nicht sagen, weil wir diese Erfahrung leider noch nicht haben. Es können wiederkehrende Fieberschübe auftreten über mehrere Wochen nach der Erkrankung, Glieder- und Kopfschmerzen. Es tritt häufig eine chronische Müdigkeit auf mit starken Konzentrationsstörungen, mit einer Leistungsschwäche, sodass der Arbeit nicht mehr nachgegangen werden kann, die man vorher hatte. Es tritt ein chronischer Husten auf mit Atemnot oder einfach nur Atemnot bei Anstrengung, welche eine sportliche Tätigkeit wie gewohnt nicht mehr durchführen lässt. Auf der neurologischen Ebene treten Depressionen auf, Ängste und Erschöpfungszustände mit teils Unfähigkeit, wie ich vorher schon erwähnt habe, auch aus diesem Grund der Arbeit nicht mehr nachgehen zu können. Wir haben Fälle gesehen, welche vor einem Jahr sich infiziert haben und nach einem Jahr noch eine Rehabilitationsbehandlung benötigt haben, um wieder in den Alltag etwas hineinzukommen. Die Therapie hier, wie schon erwähnt, ist eine Rehabilitationsbehandlung, häufig auch in einer Klinik über mehrere Monate und medikamentöse Unterstützung. Selbstverständlich sind solche Verläufe auch mit einer Krankschreibung verbunden, was wiederum das soziale System natürlich belastet. Wie kann nun Covid-19 besiegt werden? Meines Erachtens ist die einzige siegreiche Strategie die Impfung. Das ist auch das heutige Thema und deshalb werden wir Sie von vielen Seiten heute solche Vorträge und Inputs hören. Die Covid-19-Impfungen, wie Sie vorher schon erwähnt wurden, es gibt auf der Welt über 20 verschiedene Impfstoffe in Entwicklung und grundsätzlich gibt es aber zwei verschiedene Mechanismen, wie wir vorher gehört haben, der mRNA-Impfstoff und der Vektorimpfstoff. Es laufen weltweit Studien mit schon über 500 Millionen verabreichten Impfdosen, das ist der Stand Ende März, weshalb wir schon sehr viele Erfahrungen haben in den letzten 4 Monaten. Es werden weltweit Nebenwirkungen mit einem Meldesystem erfasst und so können wir Nebenwirkungen wirklich gut und konzise beurteilen und beobachten. Langzeitnebenwirkungen werden kontrolliert und gegebenenfalls wird ein Impfstoff sogar zurückgehalten. Es wird nicht einfach über die Nebenwirkung hinweggeschaut, wenn sie schwerwiegend sein sollte. Sie haben das Beispiel mit dem AstraZeneca-Impfstoff, der in verschiedenen Ländern zurückgehalten wird aufgrund dieser Impfnebenwirkung der Thrombose, worauf ich später noch kurz eingehe. Covid-19-Impfungen weltweit sind im Moment auf folgendem Stand. Weltweit, also das ist auch Stand Ende März 2021, weltweit wurden 574 Millionen Impfungen verabreicht. Sie sehen, Großteil in USA mit 147 Millionen, China mit 110 Millionen, EU mit 71 Millionen und so weiter. Die restlichen Details habe ich dann nicht mehr hier aufgeführt. Die Impfung mit mRNA-Impfstoffen bedeutet, also zur genaueren Erklärung, das sind diese Pfizer-BioNTech und die Moderna-Impfstoffe, welche wir hier auch in Liechtenstein verwenden. Die Impfung mit mRNA-Impfstoffen sind zu 95% wirksam nach der zweiten Impfung. Es sind Mutationen nach bisherigem Wissensstand abgedeckt, nämlich die britische und südafrikanische Mutation und wahrscheinlich auch die brasilianische Mutation, wie wir vorher von Herrn Dr. Pircher gehört haben. Die Zulassung der Impfung ist aktuell ab 18 Jahren, bis ins hohe Alter natürlich, und auch Allergiker dürfen geimpft werden. Es werden einzig Vorsichtsmaßnahmen bei früheren schweren Reaktionen auf Impfungen empfohlen und diese sollten dann im Zweifel mit dem Hausarzt abgesprochen werden. Ich komme noch kurz zu den Nebenwirkungen, bevor ich zum Vektorimpfstoff gehe, zu den Nebenwirkungen der mRNA-Impfstoffe.
Und zwar habe ich aktuell keine Folie, weil das für mich zu aktuelle Daten gewesen sind. Bis zum 4.4.21, also bis vor zwei Wochen, wurden 604.000 Personen in der Schweiz vollständig geimpft. Das bedeutet, es sind 1,6 Millionen Impfungen verabreicht worden. Davon sind bei diesen Impfstoffen 1.174 Nebenwirkungen gemeldet worden und 778 davon nicht schwerwiegend. Ich kann Ihnen das kurz so plakativ ein bisschen demonstrieren, damit Sie sehen, von 1,6 Millionen Impfungen sind dann eben 396 schwerwiegende aufgetreten, welche einen Arzt oder ein Spital erforderlich machten. Es wird vom Bundesamt für Gesundheit jedoch gesagt, dass die Betroffenen als nicht gefährdet eingestuft wurden. Nebenwirkungen, die aufgetreten sind bei dieser Art von Impfstoff, sind Fieber, Atemnot, Kopfschmerz, Schwindel, Müdigkeit, Migräne. Es ist eine Reaktivierung der Gürtelrose entdeckt worden. Es sind gewisse Allergien aufgetreten, allergische Reaktionen insgesamt in den ersten Viertel bis halbe Stunde nach der Impfung. Und es kann ein Erbrechen oder eine Blutdruckerhöhung vonstatten gehen. Sie sehen an dieser Art der Nebenwirkungen, dass es nicht so drastische Nebenwirkungen sind, als dass man die Impfung nicht verabreichen sollte. Es hat auch Todesfälle gegeben, nämlich 55 Todesfälle auf diese 1,6 Millionen Impfungen in der Schweiz. Im Durchschnitt war das Alter der Verstorbenen 84 Jahre. Die meisten hatten schwere Vorerkrankungen, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Infektionen oder Lungenprobleme. Und solche Vorerkrankungen sind in der Regel dann auch so eingeschätzt worden, als dass das die Ursache für den Todesfall eben darstellt und dass schlussendlich, wenn man diese 55 Todesfälle analysiert, keine direkten Hinweise darauf sind, dass die Impfung die direkte Todesursache war. Dies zur mRNA-Impfung und deren Nebenwirkungen. Ich komme noch kurz zur Vektorimpfung, nämlich AstraZeneca-Impfstoff, welcher ja in verschiedenen Ländern eben gestoppt wurde aufgrund folgender Nebenwirkungen. Es wurden zum Beispiel in Großbritannien 18 Millionen Dosen verabreicht, bis auch circa Ende März. Und davon hatten Nebenwirkungen, sind Thrombosen aufgetreten in 30 Fällen und 7 davon tödlich. Das heißt, 7 Fälle tödlich von 18 Millionen. Das ist ein Verhältnis, das wir uns merken sollten, wenn wir wissen, dass bei einer schweren Covid-Erkrankung Thrombosen in 25% der Fälle auftreten. Die jüngeren Frauen sind häufiger betroffen, hat man festgestellt. Und in der Vorgeschichte sind häufig Thrombosen schon vorhanden gewesen bei diesen Patientinnen oder auch eine Vorgeschichte von einer verminderten Anzahl der Blutplättchen. Es wird also eine Nutzen-Risiko-Abwägung gemacht bezüglich dieser Impfung. Bei einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung muss man allerdings eben, wie ich vorher erwähnt habe, wirklich wissen, ist das Risiko von Thrombosen ca. 20%. Und das ist meines Erachtens in keinem Verhältnis zu den Nebenwirkungen, welche nun eben bei diesem AstraZeneca-Impfstoff festgestellt wurden. Nochmal, bei uns in Liechtenstein wird dieser Impfstoff nicht verimpft. Bis jetzt. Ich komme noch kurz zu den Fake News, welche in sozialen Medien und überall sehr stark kursieren und denen ich ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen möchte. Und zwar bezüglich der mRNA-Impfungen. Ein Fake News ist, unsere Gene können verändert werden. Es ist so, dass sowohl bei der mRNA-Impfung, wo wir ein Spike von diesem Protein, also ein Spike-Protein gespritzt bekommen, als auch bei der Covid-19-Erkrankung selbst wird mRNA, nämlich entweder das Spike oder das ganze Virus, in den Körper gelangen. Und wenn irgendwas die Gene verändern würde, was nicht passiert, dann wäre es bei beiden der Fall. Hilft also nicht, wenn wir uns dann nicht impfen deswegen. Auch ein Fake News ist, dass das Sicherheitsrisiko wegen zu schneller Entwicklung des Impfstoffes zu gering sei.
zu hoch sein, entschuldigen Sie, das Sicherheitsrisiko. Die Impfung ist seit 20 Jahren in der Entwicklung, nicht die Covid-19-Impfung, sondern insgesamt mRNA-Impfungen sind seit 20 Jahren in Entwicklung und innerhalb des letzten Jahres ist eine sehr bemerkenswerte Veränderung in der Wissenschaft passiert, nämlich alle Studien zu Covid-19 und Impfungen werden öffentlich gemacht. Das heißt, alle Wissenschaftler haben Zugriff und Zugang zu allen Informationen, was bei anderen Forschungen nicht der Fall ist. Und somit ist das ein Faktor, weshalb diese Impfung viel schneller entwickelt werden konnte, weil alle Informationen ausgetauscht wurden unter den Fachleuten. Zum anderen ist natürlich zu sagen, dass alle Regierungen ein Interesse daran haben, ihre Bevölkerung möglichst rasch impfen zu können, weshalb auch dort viel mehr Geld gesprochen wurde als bisher, um diese Impfstoffe entwickeln zu können, was meines Erachtens der Grund ist, weshalb diese nun so schnell entwickelt wurden und nicht unbedingt ein Argument ist, dass dies nun ein Sicherheitsrisiko darstellen sollte. Zum nächsten Fake News, welches kursiert, ist das folgende: Die Impfung kann unfruchtbar machen. Da muss ich sagen, ist das wieder das gleiche Argument wie beim ersten, nämlich wie bei der ersten Fake News, nämlich wenn die Impfung unfruchtbar macht, dann würde das Virus auch. Das ist das ebenfalls ein mRNA, das in unseren Körper gelangt. Und man hat gesehen weltweit, dass es keine verminderte Fruchtbarkeit nach Covid-Infektionen gibt und auch bis jetzt keine Hinweise auf verminderte Fruchtbarkeit nach Impfungen. Die letzte Fake News, denke ich, ist die letzte, ist, die allergischen Reaktionen sind häufig. Sie sind da, sie können vorhanden sein, insgesamt meistens nach 15 oder maximal 30 Minuten nach der Impfung treten sie auf. Und es ist nicht, wenn jemand allergisch ist auf ein Antibiotikum oder ein anderes Medikament, dass man dann schon vorsichtig sein müsste. Man ist natürlich vorsichtig und beobachtet die Leute 15 bis 30 Minuten, aber es ist eigentlich so, dass die allergischen Reaktionen erst dann gefährlich werden, wenn man früher mal auf einen Impfstoff mit dem gleichen Zusatzprodukt, wie das in der mRNA-Impfung drin ist, geimpft wurde und dort allergisch reagiert hat. Also es kommt auf den exakten Zusatzstoff drauf an in der Impfung. Zu diesen Punkten und noch mehr werden Sie Erklärungen auf der Homepage des BAG finden, unter dieser Adresse Homepage. Und ich denke, kurz habe ich das gestreift, um Ihnen zu zeigen, was die Argumente eigentlich der Wissenschaft sind gegen diese Fake News. Aber wenn Sie sich genauer informieren möchten, kann ich die Seite sehr empfehlen. Ich komme zur Take-Home-Message. Die Durchimpfung der Bevölkerung auf freiwilliger Basis ermöglicht wieder ein normales Leben.